Wir hatten jetzt die Rechtecksauswahl, dann die elliptische Auswahl, wo man auch Kreise zeichnen konnte. Und jetzt haben wir als letzte Möglichkeit die freie Auswahl. Wenn ich jetzt eine bestimmte Form brauche, mache ich hier mal so eine, naja, Ente. Man muss wieder zum Ausgangspunkt zurückkommen. Dann erscheint hier so ein gelber Punkt. Und, ach so, ich war noch im anderen Modus. Ja, genau, abziehen. Also noch einmal die Ente. Und jetzt ist diese Form auch geschlossen. Ich kann jetzt auch den Modus noch mal ändern. Kann hier zum Beispiel ein Auge reinmachen. Und wenn ich das Ganze entsprechend gefüllt habe, dann habe ich hier eine kleine Ente.